Gut, wir sind heute bei Übungen und Anwendungen zu und Anwendungen quadratischer Gleichungen. Wenn ich sage, y ist gleich irgendwas mit dem x, in diesem Fall heißt es x mal x, also x Quadrat, und ich fasse das mal in Koordinaten zusammen, dann kann man ganz einfach Folgendes machen, das kann man sich merken, und zwar, wir machen in Gedanken eine Wertetabelle. Haben wir schon mal gemacht. Wenn ich zum Beispiel für x0 einsetze, muss sich ergeben, y ist auch gleich 0. Und damit hätten wir schon mal unseren ersten Punkt, den malen wir ein. 0, 0. Wenn ich eine 1 einsetze, ergibt sich für y auch eine 1, denn 1 mal 1 ist 1. Wenn ich eine minus 1 einsetze, dann ergibt sich für den y-Wert auch eine positive 1, denn minus 1 mal minus 1 ist plus 1. Setzen wir eine 2 ein. 2 mal 2 ist 4, also 1, 2, 3, 4, damit haben wir unseren nächsten Punkt. Und wir wissen, dass ich bei minus 2 mal minus 2 auch wieder plus 4 reinsetzen muss als y-Wert. Und man sieht, wir haben einen nächsten. So, jetzt könnte man das mit 3 machen, dann ergibt sich 9 und so weiter, aber das wird hier ein bisschen knapp. Eins ist, wir ahnen es schon, es ergibt sich eine sogenannte Parabel. Die Parabel läuft hier schön gemütlich rund. Zu ganz genauen Parabeln kommen wir dann noch. Ich verzichte jetzt mal hier y ist x² dran zu schreiben, weil wir brauchen noch den Platz. Deswegen haben wir es in schwarz gemacht. Aber wenn hier nichts vor dem x steht, also im Prinzip steht nur eine 1 davor, nicht 0, sondern eine 1 davor, wenn nichts weiter steht, also eine stille 1 davor steht, dann haben wir Folgendes. Es sieht so aus wie hier gezeichnet. Ich gehe 1 nach rechts, 1 nach oben, 2 nach rechts, 4 nach oben. Gucken wir uns mal die blaue an. Das könnte ich wieder mit einer Wertetabelle machen, aber wir wissen schon was anderes. Aber wir werden es mal ausprobieren. Wir setzen mal eine 0 ein. 0 plus 3. Also habe ich 0 und 1, 2, 3. Das ist in diesem Fall der Schnittpunkt mit der y-Achse. Wenn ich das jetzt, jetzt zeige ich gleich mal ein Verfahren, wie es ganz leicht weitergeht. Es steht ja nichts vor dem x-Quadrat. Das heißt, ich kann 1 nach rechts, 1 nach oben gehen. Links und 1 nach oben. Und habe wieder die charakteristischen 1-1-Werte. Ich kann 2 von hier aus, von diesem Punkt aus, 2 nach rechts gehen und muss dann von hier aus 4 nach oben gehen. 1, 2, 3, 4, habe den nächsten Punkt. Hier drüben auch 2, 4, also minus 2, 4. Und es ergibt sich die gleich aussehende, man sagt auch Normalparabel dazu, bloß eben um 3 nach oben verschoben. Das Ganze, ach, ich hatte hier noch was vergessen, das malt man hier unten bei der letzten noch ein Minus hin. Das Ganze kann ich jetzt auch in grün weitermachen und ihr ahnt es wahrscheinlich, bei minus 2 habe ich meinen Punkt 0, 0 eingesetzt, minus 2. Wieder 1 nach rechts, 1 nach oben, 1 nach rechts, 1 nach oben, 2 nach links, 4 nach oben, 1, 2, 3, 4 und hier nach rechts, 2, 1, 2, 3, 4 nach oben. Jetzt ergibt sich hier wieder diese Normalparabel. Die Normalparabel, wie die hier im unteren Bereich, also wenn ich Werte von kleiner 1 einsetze, wie die dann aussieht, das können wir dann nochmal genau betrachten. Aber eins sieht man hier schon an der Skizze sogar. Diese Parabeln sind alle gleichförmig. Die haben alle die gleiche Form. Und je nachdem, was für ein absolutes Glied dahinter steht, hier hinten steht nichts, ne, hinter x², y gleich x², da steht eigentlich plus 0. Und das absolute Glied bestimmt, wo wird die y-Achse geschnitten. Das ist eigentlich erstmal die allereinfachste Form, wie ich das einmalen kann. Jetzt ahnen wir schon was. Ich mache die mal rot, damit sie besser auffällt. Und zwar y ist gleich minus x² plus 1. Aha, 0 eingesetzt, auch wenn minus davor steht, ist egal. Plus 1. Also habe ich hier meinen ersten Punkt. Und da es jetzt minus x² heißt, ich quadriere zwar, meinetwegen minus 1 mal minus 1 ist plus 1, aber das Minus davor bestimmt, was dann doch rauskommt, dann kann ich sagen, gut, ich gehe 1 nach links, 1 nach unten. Die ist nach unten geöffnet, sagt man, und die anderen sind nach oben geöffnet. 2 nach links, 4 runter, von hier oben. 1, 2, 3, 4. Und hier entsprechend nach rechts auch. Und jetzt haben wir die gleiche Form der Parabel.
Man kann dafür auch eine Kurvenschablone anlegen und das damit malen. Die gleiche Form der Parabel, bloß eben nach unten geöffnet. Das Wichtige, das ist diese Stelle hier. Dieses Minus zeigt, dass die nach unten geöffnet ist. Das bedeutet die Öffnung nach unten. Bis dahin erstmal Fragen. Gut, also zusammengefasst, wenn hier eine 1 davor steht, dann sehen die Parabeln alle gleich aus. Ich kann also immer die gleiche Schablone nehmen oder ich mache das hier mit dem Schnellverfahren 1, 1, 2, 4, 3, 9 und so weiter. Muss dann bloß eben rund verbinden. Aber natürlich, das war jetzt, sagen wir mal, die ganz einfache Form, y ist aber auch f von x, sodass ich immer grundsätzlich schreiben kann, bei Funktionen sollte man sich gleich angewöhnen, f von x ist gleich und so weiter. Egal, was dahinter steht. Das war jetzt die ganz einfache Geschichte, wo ich sage, hier steht nur ein absolutes Glied dahinter. Beziehungsweise steht mal ein Minus davor oder wenn nichts davor steht, ein Plus. Wir kommen jetzt gleich zu einer anderen Variante. Aber ich mache nochmal Pause an der Stelle. Jetzt kommen wir zur sogenannten Scheitelpunktsform. Das obere, das war eine leichte Form der Normalform. Aber das möchte ich jetzt noch gar nicht mal hinschreiben. Wir wissen ja eigentlich, dass die Normalform x² plus px plus q heißt. Ne? Aber da kommen wir dann gleich drauf. So, die Scheitelpunktsform. Was machen wir mit der? Gucken wir uns mal die oberste an. Der Scheitelpunkt ist blöderweise in der Klammer genau verkehrt rum abzulesen. Das heißt, ich schreibe jetzt mal den Scheitelpunkt darunter. S als Scheitelpunkt, nicht Schnittpunkt in diesem Fall, Scheitelpunkt, ist in diesem Fall minus 3, minus 1. Was dahinter steht, können wir für bare Münze nehmen. Aber in der Klammer, das ist leider umgekehrt, das Vorzeichen. So, und damit haben wir schon mal den Scheitelpunkt der ganzen Geschichte, das heißt minus 3, minus 1. Ich gehe 1, 2, 3 nach links, minus 3 ist hier und minus 1 nach unten. Hier wäre der Scheitelpunkt der schwarzen Kurve. Wie komme ich jetzt weiter? Ich gehe 1 nach rechts, 1 nach oben, 1 nach links, 1 nach oben, 2 nach rechts, 1, 2, 3, 4 nach oben. 2 nach links, vom Scheitelpunkt aus, 1, 2 nach links, 1, 2, 3, 4 nach oben. Jetzt haben wir den Luxus, jetzt reicht das, jetzt gehen wir mal 3 nach rechts und 9 nach oben, also 1, 2, 3 und jetzt gehe ich hier zufälligerweise auf der Y-Achse lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hier und 9 hier. Da die ja symmetrisch ist, kann ich das alles relativ leicht machen und verbinde jetzt diese Punkte und habe diese übrigens von der Form her genauso aussehende Normalparabel. Die könnte ich wieder mit einer Schablone malen. Jetzt gucken wir uns die blaue an. Scheitelpunkt drunter schreiben, plus 1 in diesem Fall und plus 1. Und das gleiche Verfahren, plus 1, plus 1, dann ist der Scheitelpunkt hier. 1, 1, 1, 1, 2, 4. Von hier ausgehend. Achtung, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und auf gleicher Höhe hier auch. Und jetzt könnte man das auch mit 3 und 9 machen. Machen wir das auch noch. Vom Scheitelpunkt 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und da sie symmetrisch ist, wunderbar. So, das gleiche wieder verbinden. Die sieht wieder genauso aus. Wer das nicht glaubt, der kann in Gedanken auch die Werte dafür einsetzen und kriegt echte Koordinaten dieser Punkte raus. Also das geht genauso. Setzen wir mal bei der schwarzen eine 0 ein. Dann steht hier eine 0 für x ist gleich 0. Dann steht hier 0 plus 3 in Klammern zum Quadrat. 3 in Klammern zum Quadrat ergibt 9 minus 1 ist 8. Gucken wir mal. Die Koordinate 0, 8. Da oben ist sie. Und zufälligerweise habe ich den Schnittpunkt mit der Y-Achse. Der ist nicht, was hinter der Klammer steht. Macht mal für die grüne und die rote die Geschichte auch. So, die grünen haben wir jetzt auch ergänzt. Jetzt kam die Frage aus der Schülerschaft, muss man immer noch 3 nach links und 3 nach rechts gehen? Muss man nicht. Hauptsache, man macht keine solche Kurven. Meinetwegen ganz schick hier. Bis dahin geht's. Und dann plötzlich läuft die nach oben wieder zusammen. Das wäre albern. Das darf nicht sein, sondern die muss dann entsprechend so... Oh. Naja, entsprechend auslaufen, ne? So weitergehen. Also immer weiter ansteigen, nicht plötzlich negativ ansteigen. Gut, ich sagte es schon, wenn man jetzt noch Minus und so weiter davor setzt, dann wird die ganze Sache noch ein bisschen spannender. Wir lassen es aber jetzt erstmal dabei.
Aber jetzt gucken wir uns mal eine Besonderheit an. Und zwar, der y-Achsenabschnitt, der ist ja hier versteckt. Gucken wir uns mal die obere an. Das heißt, wie finde ich den y-Achsenabschnitt, indem ich 0 einsetze? Setzen wir mal in Gedanken 0 ein, dann habe ich 0 plus 3, also 3 zum Quadrat ist 9, minus 1 ist 8. Das stimmt, das ist dieser Punkt hier. Wenn ich diese obere Form aber mal ausmultipliziere, dann ergibt sich nach der binomischen Formel x² plus 6x plus 9 minus 1. Und 9 minus 1 ist 8, also das ist dann plus 8. Das ist dann mein f von x in der sogenannten Normalform. Hier die 6 ist das p, die 8 ist das q. Und hier sieht man was. Hier sieht man nämlich Folgendes. Dieses absolute Glied 8 tritt hier jetzt wieder auf. Jetzt sehe ich es, sonst nicht. Hier gibt es eine Frage. Wenn ich jetzt aber eine Normalform gegeben habe, x² plus 6x plus 8, was kann man da bestenfalls sehen? Ein Scheitelpunkt? Nix. Eins kann man sehen, wenn ich für x0 einsetze, sehe ich einen Schnittpunkt mit der y-Achse. Ich mache den mal rot. Ja. Jetzt ist aber die große Frage, sieht das so aus oder sieht das vielleicht so aus? Und das müssen wir jetzt entscheiden. Also das heißt, wir wissen nicht, von welcher Seite das Ding kommt und da bei der 8 die y-Achse schneidet. Das heißt, wir müssen eine Normalform, wenn wir sie schnell und leicht malen wollen, immer umwandeln in eine Scheitelpunktform oder gar in die Linearform. Linearform wird uns helfen. Hier gibt es eine Frage. Also nochmal, man sieht hier an der Normalform nicht, kommt die wie die blaue daher und schneidet von der linken Seite oder schneidet die von der rechten Seite die y-Achse. Das sieht man hier nicht. Man muss auf jeden Fall was umwandeln. Moment. Bitte. Man muss auf jeden Fall diese Normalform umwandeln und das kann man nur mittels quadratischer Ergänzung machen, damit man die Scheitelpunktform findet und die Kurve ganz schnell malen kann, den Graphen, korrekterweise. Machen wir mal aus x² plus 6x plus 8 mittels quadratischer Ergänzung ganz schnell wieder die Scheitelpunktform. Wie macht man es? Man schreibt es einfach erstmal hin. X² plus 6x plus 8 wollen wir einklammern, also faktorisieren. Diese Form wollen wir haben. Mit irgendwas dahinter. Tja, wie macht man es am besten? Man sagt x², ne, da ziehen wir die Wurzel, das ist x. Hier teilen wir durch x und durch 2, dann habe ich 3. Also, das Plus können wir abschreiben. So, ja, 3 mal 3 ist 9. Das heißt, also eigentlich, jetzt mache ich mal ein bisschen Platz, müsste hier plus 9 dahinter stehen. Und, da das aber Betrug ist, ziehe ich die gleich wieder ab, die 9. Und meine alte plus 8, die muss natürlich noch da bleiben. Quadratische Ergänzung. Jetzt ist nichts passiert. Jetzt ähneln die sich, denn plus 9 minus 9 ist 0. Aber ich habe das hier bis zur plus 9, das habe ich hier eingeklammert. Und jetzt habe ich noch was dahinter stehen. Minus 9 plus 8 und das ist dann minus 1. Also minus 1 muss ich noch dahinter schreiben. Und jetzt habe ich f von x, x plus 3 in Klammern zum Quadrat minus 1. Ich habe die mal von hier oben abgeschrieben. X plus 3 minus 1, ne? X plus 3 in Klammern zum Quadrat minus 1, das war die ja, die schwarze, die erste, die wir gemalt haben. Und hier kann ich den Scheitelpunkt ablesen, dann kann ich die wieder einmalen und so weiter. So schließt sich der Kreis praktisch. Wir werden dann noch auf andere Varianten kommen, aber das erstmal bis dahin, wie man ganz schnell malt. Also Scheitelpunktform ist die ideale, um sofort zu wissen, selbst in dem Sonderfall hier, in dem roten, ist die Idealform, um den Scheitelpunkt zu sehen und dann kann man mit zack, zack, zack ein paar Punkten die Parabel malen. Noch Fragen? So, jetzt fassen wir es nochmal zusammen. Also, wenn ich eine Normalform gegeben habe, muss ich sie umwandeln in eine Scheitelpunktform und dann kann ich skizzieren. Dann habe ich den Scheitelpunkt frei Haus geliefert und dann war es in diesem Fall die blaue. Habe ich sie gleich gegeben, die Scheitelpunktform, ist es kein Problem. Habe ich eine sehr einfache Form der Normalform, also wo kein px dazwischen steht, sondern nur ein q, dann kann ich sagen, naja, dann habe ich hier schon mal wieder frei Haus etwas anderes geliefert, nämlich in diesem Fall auch den Scheitelpunkt. Nochmal zum Sonderfall, wenn die Scheitelpunktform so bekloppt aussieht, dann kann ich gleich x² plus 1 hinschreiben, hier das rote. Da kann ich mir den Quatsch sparen. Aber selbst dann würde die Scheitelpunktform funktionieren, nämlich 0, 1. Gut, ich schließe das Video an der Stelle ab, wir machen dann weiter und untersuchen noch ein paar andere Geschichten.